Ja, hallihallo, moin moin und herzlich willkommen zurück zu Let's Play The Next Big Thing. Wir sind im Zeppelin von Fitzgerald, der ein ganz übler Typ ist, wie uns das Spiel mitteilen möchte. Und in nicht ganz einer Stunde passiert etwas. Es passiert etwas, wir wissen nicht, was passiert, aber es wird wahrscheinlich ausschlaggebend sein. Wir sind auf jeden Fall gespannt, was in nicht etwa einer Stunde passieren wird. Am besten bleibe ich jetzt einfach hier nicht ganz eine Stunde stehen und dann passiert es ja einfach und dann werde ich das ja sehen. Aber leider funktioniert dieses Spiel wahrscheinlich nicht so, deswegen sollten wir uns hier doch ein bisschen umsehen und versuchen, Big Alberts Gehirn zu bekommen, damit wir von diesem unseligen Ort verschwinden können. Gucken wir doch einfach mal uns ein bisschen um. Er zwinkert nicht. Ich würde ein Bild von McDundee, dem schottischen Australier, vorziehen. Okay. Er zwinkert nicht. Ja, das scheint wohl das Porträt von seinem Vater, Großvater, Uronkel dritten Grades zu sein. Ich weiß es nicht so wirklich. Er sieht ihm auf jeden Fall sehr ähnlich, wobei da ist er ja noch in menschlicher Gestalt. Ein früher Turner. Ja, ja. Irgendeins. Benjamin Franklin, An American Life. Von Walter Isaacson. Ja. Irgendeins. Mayflower. Aufbruch in die neue Welt. Oh, das ist schön. Mayflower. Aufbruch in die neue Welt. Wie, mehr Bücher hat er nicht? Ciceros Rhetorik für Dummies. Von Harry Mumble. Ah, oh, ich bin noch in Steam Online. Das sollte ich vielleicht mal ändern. Geh mal weg da, Duschi das. Wer auch immer das ist. Ich habe so viele Leute in Steam, habe ich schon mal gesagt. Ich weiß überhaupt nicht, wer die Hälfte davon ist. Aber okay. Es gibt zwei Tresore, aber mich interessiert nur der obere. Da ist Big Alberts Gehirn drin. Warum hat er eigentlich sein Gehirn? Höchstwahrscheinlich weiß Big Albert etwas, was er nicht ausplaudern soll. Das schätze ich mal ganz stark. Servierwagen. Er ist faltbar. Man sieht es nicht, aber ich weiß es. Er erinnert mich an Stacy, meinen ersten Babysitter, aber in klein. Stacy war bestimmt auch faltbar. Sie ist fast ein Teil von FitzRandolph. Der schmökert da seine Pfeife ganz genüsslich, der üble Typ. Sowas aber auch. Er ist aus. Er ist aus. Er ist aus. So, das haben wir jetzt kapiert? Nein, ich werde ihn nicht anmachen. Warum Sicher denn ist nicht? Er nur Deko, wie die Blumen auf der Party. Natürlich. Können wir mit ihm nochmal sprechen, ein bisschen schnackseln? Ich glaube, das meiste davon haben wir schon in der letzten Aufnahme abgefrühstückt. Nee, ich glaube, das ist erstmal nicht interessant. Gehen wir zum Balkon, genießen die Aussicht. Mensch, guckt euch diese Aussicht an, die nur Liz bewundern darf, denn der Spieler darf die Aussicht nicht sehen. Der Spieler ist dazu verdammt, die Aussicht nicht genießen zu dürfen. Es sieht aber so aus, als würde gerade die Morgendämmerung eingeleitet werden oder aber der Tag neigt sich dem Ende zu. Eins von beiden. Dann wäre es ja die Abenddämmerung. Auf jeden Fall schöne Farben, schöne Farben, schöne Farben. Damit öffnet man die Balkonkuppel. Falls das Ding so funktioniert wie im Zeppelin des Abenteurers Jack Simmons. Ich habe ihn neulich interviewt. Ich glaube, da komme ich aber mit meinen bloßen Händen nicht ran. Dann erstmal nicht. Gehen wir mal raus aus diesem Raum. Ach, guck mal hier, ein Kochroboter. Lafter, Lichter, lecker. Einfach kochen. Den quatschen wir mal direkt an. Hallo, Adrian. Woher kennen Sie meinen Namen? Weiß nicht. Heißt du Adrian? Ja. Gut, dass wir uns das Vorstellen ersparen können, nicht? Aber ich kenne deinen Namen nicht. Ich bin Liz. Wenn du es errätst, gebe ich dir einen Kuss. Ich könnte es nie im Leben erraten. Oh, bei der Menge Küsse, die ich noch übrig habe. Ja, was machst du denn da, Gebäck? Ich mag besonders gerne Spritzgebäck. Was machst du da, Gebäck? Dekonstruktion, Kunst- und Molekularküche. Die sehen aus wie Spritzgebäck, haha. Die sehen aus wie Spritzgebäck. Es sind panierte Kakaoschwämme mit Natriumalginsäure und Melonensaft abgeschmeckt. Klingt ja köstlich. Wow, und sie sehen wie Spritzgebäck aus. Die Texturisierung der Gasblasen in den Ingredienzien wird durch die subtilen Abrundungen, die ich durch die Backform hervorhebe, gesteigert. Was hältst du davon? Finde ich eine ausgezeichnete Idee. Ich halte sie für Spritzgebäck. Mit der Spritze flöße ich der Kombination Fenchelextrakt ein, das beim Gaumenkontakt wie Geschmacksperlen explodiert. Mhm, du bist mir echt sympathisch, wegen der Mütze.
Du bist mir sympathisch. Weißt du weswegen? Der Mütze wegen. Ich trage sie, weil ich Chefkoch des Zeppelins bin. Ich mag sie. Sie ist albern, steht dir überhaupt nicht und bringt mich zum Lachen. Danke. Wenn du Chefkoch bist, warum stehst du auf dem Flur? Weil ich mich mit dem Rest des Küchenpersonals nicht gut verstehe. Weder genießen sie die gastronomische Kunst, noch halten sie sich für Autoren ihrer Kreationen oder bringen Begeisterung für ihre Arbeit auf. Man entmenschlicht die Küche. Das aus dem Munde eines Roboters. Naja, er mag wahrscheinlich recht haben. Adrian der Koch. Kurzbiografie und Interessen. Ich bin Koch. Ich koche gerne. Ich liebe das Kochen. Ich kreiere... Irgendetwas, was nicht mit der Küche zu tun hat? Abwechslung ist das Salz des Lebens. Danke. Nein, gar nichts. Naja, ich habe eine Kältephobie. Angst vor Kälte? Vor Kälte. Vor Kälte? Vor Kälte. Vor Kälte, sagte Liz und beschloss im selben Moment, Adrian beim Überwinden seiner Phobie zu helfen. Ja, mit Schocktherapie am besten. Ich bin eine erbärmliche Köchin. Kennst du irgendwelche einfachen Rezepte? Klar doch. Was willst du kochen lernen? Ach ja, Mensch, eigentlich muss ich ja abnehmen. Allmählich gehe ich aus dem Leim. Ich muss abnehmen. Extrakt aus entfettetem Kopfsalat mit Gurkenschaum aus der Zentrifuge und einer Prise vaporisiertem H2O. Man benutzt es auch, um Luftballons aufzublasen. Ah, oder alternativ einfach einen Schwamm mit Orangensaft. Oder, weiß nicht. Ich muss nächste Woche, glaube ich, mal die Brigitte-Diät probieren. Ach, 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 ach. Etwas Süßes. Sehr süß sogar. Gezuckerte Sugu-Pastete und Kanten aus Brausepulver, mit pulverisierten Schokolinsen glasiert und in einem Käfig aus Karamellstangen serviert. Nur unter ärztlicher Aufsicht einzunehmen. Das klingt super. Eine Cholesterinbombe. Kartoffelomelette. Mit einer Mischung aus Tintenfisch und Schweinewurst gefüllt. Mit Bohneneintopf mit in Schweineblutwurst frittierten Würstchen serviert. Mm. Das ist eine besondere Art spanischer Tapas. Die lassen einem das Wasser im Mund zusammenlaufen, können aber auch das Cholesterin zum Überlaufen bringen. Nichts. Bis dann. Bis dann. Ach, ich glaube nicht an Cholesterin. Das ist eine Lüge der Wissenschaft. Wir haben eine Tür, noch ein Foto. Da sieht ein Boot, ist das, oder? Ein Bild von... Ah! Nein, nein. Nein, nein, nein. Nein, 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 nein. Meine Dame, was haben Sie? Macht Ihnen etwas Angst? Hallo. Nein, doch. Aber lassen Sie mich. 20, 12, 1, 4. Was für schöne Gardinen. Auf Wiedersehen. Verwirrt. Mach aus einer Mücke kein Elefantenkind. Kein Drama, bitte. Es ist ein Krokodil. Ein Krokodil, ja. Aber auf dem Bild sieht man sehr deutlich, dass es nicht mehr lebt. So ist es gut. Beruhige dich. Alles klar? Alles klar. Okay, unsere Liz hat scheinbar eine Krokodilphobie. Sehr interessant. Sehr verwirrend. Könnte uns eventuell noch helfen. Man weiß es nicht so genau. Oh, ein Fallschirm. Der könnte nützlich werden. Sehr schlecht. Der sollte neben dem Notausgang hängen. Ist mir eigentlich egal. Nehme ich mit. Wenn ich ihn herumschleppe, wäre es, als ob ich vorhätte, abzustürzen. Ich weiß, dass Pannen witzig sind, aber ich habe keine Lust auf Ups. Ja, Ups, die Pancho, oder was? Wenn ich es mir recht überlege, habe ich auch keine Lust, alles so genau zu nehmen. Ganz ehrlich, ne, so Sendungen wie Ups, die Pancho oder allgemein Shows, wo irgendwelche Unfälle von Leuten gezeigt werden, die sind sowas von unlustig. Sowas von unlustig. Und dass das Millionen von Leuten gucken, ist einfach traurig. Aber okay. Es gucken ja auch Millionen von Leuten RTL. Ich auch mitunter. Wer wird Millionär und so, ne? Ist toll. Der Günther ja auch. Ein Mann aus dem Volke. So, er kocht da fleißig. Schön. Und hier haben wir, was haben wir denn da hinten? Kann ich da gar nicht, ich kann mir da, ich komme da gar nicht hin. Oh, Küchenmesser. Ja, die sehen auch aus wie Küchenmesser. Sowas habe ich auch bei mir zu Hause in der Küche. Für Zwiebeln, für Schinken, für Brot, für Leberwurst. Boah, jetzt ein Brot mit Leberwurst. Das ist... Aha. Das ist noch das harmloseste Messer. Ja, das sah auch sehr harmlos aus. Das Messerchen. Das Schönste, das ich auftreiben konnte. Ist schon schick. Ein Überraschungsrucksack. Ui. Mit Schokolade. Und hier haben wir einen Handschuh. Oh. Ich habe beschlossen, ihn nicht anzuziehen.
Der wirkt sehr ladyhaft. Eine Skulptur. Es klingelt nicht bei mir und auf dem Schildchen sieht man nur das Gekritzel eines gestressten Zeichners. Sieht aus wie das Gekritzel eines gestressten Zeichners. Eine Wendeltreppe? Wenn da nur die Mittelstange wäre, dann könnte aus Liz Allaire die Feuerwehrjournalistin werden. Du hast Vorstellung, meine Liebe. Kann ich da auch irgendwie was? Ich kann runter. Auf der Ebene befindet sich bestimmt der Laufsteg, der zum Fahrstuhl führt. Der, mit dem mich Dr. Pausbacke zum Zeppelin brachte. Dr. Pausbacke, auch nicht schlecht. Gehen wir mal runter. Wird schon nicht schaden. Oh. Halt, Fremde. Ach, wie nett. Ein Western-Roboter. Willst du das Blei aus meinem Revolver schmecken? So geht das aber nicht. Wo bleiben denn deine Manieren? Ich hab keine Manieren. Ich hab Befehle. Von Sheriff Fitz Randolph. Ich wette, du lässt mich auf den Laufsteg. Beim Kaffernbüffel, nein. Du schmutzige Viehdiebin. Schon gut, schon gut. Ich finde schon einen Weg, hier rauszukommen. Was war das denn? Clint Eastwood oder was? Dirty Harry? Keine Ahnung. Wohin führt die wohl? Der Mann, der mit dem Wolf tanzt oder so ähnlich oder so fort. Ich bin ja kein großer Fan des Western-Genres, damit konnte ich nie wirklich was anfangen. Oh! Ist das kalt! Ich habe ja auch mehr als den Hals offen. Ich gehe keinen Schritt weiter. Der Kühlschrank mit einem Mann, der Ski fährt. Natürlich, habe ich auch. Sein Stil ist unkonventionell, aber die Brille ist hübsch. Ja, solange die Brille hübsch ist, ne? Die ist echt hübsch, die ist totschick. Mensch, ich will auch so eine Brille haben. In der Kühlkammer, von oben nach unten und von links nach rechts. Languste, Krebse, Kaviar, blauer Beutel, Krebschapp, Meerwasser und Kisten mit was weiß ich. Auf dem Boden Kisten voll Surimi. Und hier kubanische Krebse. Ich will nichts davon. Eigentlich schon, aber ich werde nicht diejenige sein, die hier reingeht. Kubanische Krebse? Besser als kubanische Zigarren. Wobei der gute Herr Fitzgerald, der hat uns doch gefragt, was wir essen wollen. Jetzt können wir ihm ja was auftischen. Wir wissen ja jetzt, was die Küche hier zu bieten hat. Aber erstmal gehe ich in das angrenzende Zimmer. Oho, wo sind wir hier gelandet? Die Musik ist ganz dschungelmäßig. Welcome to the jungle. Ist das nicht Deep Dean, das Monster aus 20.000 Meilen unter Wasserangst? Jaja, ich erkenne das auch sofort. Dieses Monster ist aus Todeshauch 2. Aber ich kann mich nicht an seinen Namen erinnern. Und das, obwohl ich ihn mal interviewt habe. Ich glaube, Schnackfahrt-LP, ne? Sieht ihm auf jeden Fall ähnlich. Wenn ihr euch immer mal gefragt habt, wie denn Schnackfahrt-LP aussieht, das trifft das ganz gut. Da stecken Beruhigungspfeile drin. Oh, die brauche ich jetzt. Die Zielscheibe? Dieses Schächtelchen ist besser. Ausgezeichnet. Was ist das hier für eine Kiste? Oha, dieser Lärm ist unverkennbar. Ein malaiischer Argusfasan. Das arme Ding hat es so schwer, sinnierte Liz. Ich würde ihm so gern helfen. Ein malaiischer Argusfasan? Natürlich, was auch sonst. Was ist das? Der ist vielleicht nervös. Armes Viech. Ich würde ihn gern streicheln, um ihn zu beruhigen. Aber das Viech ist unglaublich aggressiv. Ah, aggressiv. Kann ich das Ding benutzen? Ich würde liebend gern die Kiste runterholen, aber bei dem hysterischen Fasan traue ich mich nicht. Da muss ich ihn eventuell beruhigen? 3 verwenden Patronen und 1 nicht. Diese, die keine Patronen braucht. Ich darf mir keinen Lärm erlauben. Ah, und dann kann ich doch bestimmt... Genau, das ist eine Pistole für Betäubungspfeile. Und dann kann ich doch bestimmt... Ich war Vizemeisterin des Mendelssohn-Clubs, aber jetzt werde ich schießen, als ob ich Erste werden wollte. Jawohl, schieß ihn tot, schieß ihn kaputt. Tadam. Natürlich die Augen zu, weil so gehört sich das. Und so beruhigte Liz den gefährlichen malaiischen Argusfasan. Jetzt weiß ich zwar nicht, warum ich das gemacht habe, aber er ist beruhigt. Vielleicht muss ich ihn ja irgendwie mitnehmen. Mir ist egal, wie tief der schläft. Ich werde die Kiste nicht öffnen. Aber den Gürtel um die... Ah, den Gürtel nehmen wir mit. Meiner. Der ist ja auch totschick, dieser Gürtel von Gucci. Als ich den sah, habe ich mich an meinen eigenen erinnert.
Der war beim Aufwachen nicht mehr da. Meine Oma Adele hat ihn mir geschenkt. Ich will ihn wieder haben. Die Oma Adele, natürlich. Kann ich sonst nichts machen mit ihm? Aber wie viele Kopffedern hat der denn? Ich dachte, malaiische Argusfasanen hätten nie mehr als 7. Ja, das dachte ich auch, bis vor kurzem. So, der Eisbär ist ja cool. Du machst mir keine Angst, hörst du? Kann ich den mitnehmen? Nochmal. Tiere haben es gern, wenn man in ihrer eigenen Sprache mit ihnen spricht. Ja, ja, das stimmt schon. Es liegt voll Zubehör für eine zünftige Bergtour. Ja, Mensch. Après-Ski und so. Das da. Warum? Ich weiß nicht. Oder doch? Egal. Was ist das da? Sah aus wie so ein Skistock. Ein Skistock. Ich fahre nicht gern Ski. Warum nicht? Weil man bei der Menge an Sachen, die man tragen muss, Ewigkeiten braucht, um aufzustehen. Und hinfallen ist meine Lieblingsbeschäftigung. Das glaube ich dir alles gerne. Ich bin noch nie Ski gefahren, muss ich an dieser Stelle mal beichten. Aber gut, ich denke mal nicht, dass das allzu peinlich ist. Haben viele von euch bestimmt noch nicht gemacht. So, wir sollen bestimmt... Das sind eigentlich unsere Aufgaben. Das können wir, glaube ich, nachgucken, ne? Adrian von seiner Kältephobie heilen. Vom Zeppelin flüchten. Fitz Randolph außer Gefecht setzen. So, wir haben Betäubungspfeile. Das ist schon mal nicht unerheblich uninteressant. Aber erstmal, glaube ich, wünsche ich mir was zu essen, denn wir wollen erstmal Adrian von seiner Kältephobie befreien. So, und zwar wünsche ich mir... Zum Abendessen wünsche ich mir... Da hätte ich gerne alles, was aus dem Kühlschrank kommt. Angebratene Krabben mit Languste, kubanische Krebse, Lebertran, Schlingwurstsoße, Rogen von Grönlandstören und Hoden von bösartigen Enten. Adrian! Mr. Fitzrandolph, Sir? Angebratene Krabben mit Languste, kubanische Krebse, Lebertran, Schlingwurstsoße, Rogen von Grönlandstören und Hoden von bösartigen Enten. Los! Vielleicht würden Sie eine Dekonstruktion von Sushi an Veilchenfrikadellen vorziehen ich und... Ich sagte, los, Adrian. Schon gehört. Küche. Er wollte nur nicht in den Kühlschrank, glaube ich. Du bist gemein, Liz. In Sachen Adrian hatte Liz alles getan, was ihr möglich war. Der Rest hing von ihm ab. Jetzt muss er seine Phobie heilen. Verhaltenstherapie, Schocktherapie, das ist nur gut für ihn, was wir getan haben. Ich kann Adrian nicht mitten in seiner Schocktherapie stören. Wir sind eine gute Seele. Ah, Schüssel und Spritze. Das riecht viel zu intensiv und ich mag kein Parfum. Ich rieche lieber nach mir. Ja, okay. Der Geruch ist zu intensiv. Gut, sie will es nicht mitnehmen, aber die Spritze nimmst du mit. Und da habe ich auch schon eine Idee. Ich wäre verrückt, wenn ich sie nehmen würde. Liz, du bist es ja schon. Und zwar sehr. Ach so, na dann. Aber nicht in die Spitze, na, da hast du HIV oder nicht so. Nicht der Rede wert. Gut. Und eine Backform. Backe, backe, Kuchen. Wenn er fällt, dann schreit er. Da sind Schokoreste dran. Schokolade. Sobald ich von hier geflohen bin, backe ich einen Schokokuchen für 12 Personen, esse ihn auf und rufe den Arzt. Danach hat sie auch Diabetes oder einen Zuckerschock. Was passiert bei einem Zuckerschock? Ich hatte noch nie einen Zuckerschock. Gibt's bestimmt sowas. Sie ist voll großer Roboter und Kanten. Da gehe ich lieber nicht rein. Ja, vor allem die Kanten sind brutal. Das wollen wir Liz nicht unbedingt antun. So, jetzt habe ich eine Idee. Wir haben eine Spritze. So. Gut, ich werde die Flüssigkeit aus ein paar von denen extrahieren. Ich kann aber gut schätzen. Ja, und dann bestimmt auf die Pfeife, die er sich dann immer genüsslich in den Mund steckt. Tada! Ja, Prost Mahlzeit, mein Freund. Liz hatte den ersten Schritt ihres Plans vollzogen. Würde es ihr gelingen, das Gehirn zu rauben und dann zu flüchten? Eine Rede über die Neuausrichtung der MKO.
Es scheint, er will sie morgen halten. Ich werde später einen Blick darauf werfen, wenn ich von hier geflohen bin. Alles klar. Entführer von Mädchen und Argusfasan. Er ruht. Er ruht still, wie die Nacht. So, jetzt können wir eigentlich an den Tresor, oder? Mal gucken. Es ist an der Zeit, den Kühlschrank zu öffnen. Genau, den Kühlschrank. Wie so ein Gehirn in einem Tresor überhaupt überleben kann, ne? Naja. So, ja, das sieht mir nach Zeitverschwendung aus. Ich glaube, das wird so nichts. Das wäre Zeitverschwendung, oder? Warte mal. Oh, ich kann ja einfach mal, genau. Würde das reichen? Das klappt bestimmt. Wenn ich den ganzen Tag das probiere, muss es ja irgendwann klappen. Nichts. Und ich habe keine Lust, Nummer 12.464 zu probieren. Können wir den Servierwagen mitnehmen? Ich wusste, er war klappbar. Was mir einfällt, wir haben ja jetzt einen langen Gegenstand. Da draußen war doch so eine Vorrichtung. Pass auf! Mit dem Skistock könnte ich ihn erreichen. Aber ich brauche irgendwas Zusätzliches, mit dem ich den Ring dann ziehen oder drehen kann. Oder was auch immer man damit machen muss. Oh, haben wir bestimmt was im Inventar. Warte mal. Lalalala. Ne, ein Servierwagen wohl kaum. Das vielleicht. Ich weiß nicht warum, aber das wird sich als schierer Blödsinn entpuppen. Ja, ja, ja. Ein riesen Blödsinn. Nee, jetzt haben wir Schnickschnack. Jetzt haben wir Schnickschnack. Tolle Sachen mit Schnickschnack. Mit dem Skistock und dem Halter der Backform als Haken werde ich am Ring ziehen, ihn drehen oder das tun, was man damit tun muss. Drehen. Wenn ich es schaffen sollte, werde ich mir die Fingernägel knallblau lackieren. Bitte nicht. Das ist eine Modesünde. Schön. Also? Nein. Warum hat denn das geklappt? Ich habe keinen Nagellack dabei. Das Beste ist, dass ich jetzt einen Fluchtweg habe. Schön. Ich werde zum Laufsteg runterspringen und mit dem Fahrstuhl nach unten fahren. Der, mit dem Dr. Pausbacke mich hergebracht hat. Noch etwas erledigt. Freute sich Liz glücklich, dass alles gut lief. Ich bin überhaupt nicht glücklich. Verdammter Nagellack. Was habe ich euch nur angetan? Wollt ihr mich zum Weinen bringen? Ja. Haltet ihr euch für besser als... Ja. Warte mal. Was ist das dort unten auf dem Boden? Es ist ein... Warum kann ich dieses eine Wort nicht aussprechen? Egal. Der Name ist gleichgültig. Es wird mir zum Flüchten sehr nützlich sein. Ein Boden! Fast direkt unter dem Zeppelin ist ein... Ein Boden! Werft ihn zu Boden, ihr Burschen! So, kann ich jetzt fliehen oder was? Mit Fallschirm könnte ich springen, klar. Aber wozu, wenn am Ende des Laufstegs ein Fahrstuhl wartet? Ja, aber der Auftritt ist dann viel dramatischer und spannender. Und im Hintergrund explodiert das ganze Gebäude dann oder so. Ja, wie kriegen wir jetzt den Tresor denn mit? Sag nicht, wir sollen ihn auf Rollen setzen und dann... Nee. Ich habe beschlossen, die Kombination für den Tresor nicht zu suchen. Ich improvisiere lieber. Herrlich. Ist das Ding schwer? Das kriegst du schon hin. So, und jetzt? Da unten ist ein Servierwagen. Sogar mit Rädern. Was ich nicht alles sehe. Schlaues Kind. Das bringt mir aber scheinbar alles noch nichts. Ja, aber warum Handschuhe? Das ist ja Blödsinn. Vielleicht mit dem Gürtel fixieren? Ja, damit kann ich verhindern, dass der Tresor herunterfällt. Oh, jetzt sag nicht, dann geben wir den im Fallschirm. Und dann... Ja, ich glaube, ich weiß... Fest. Ich glaube, ich weiß, was wir machen müssen. Das ist eigentlich mehr als offensichtlich, weil viele andere Möglichkeiten haben wir ja gar nicht, oder? Nö. Machen wir mal. Die Gürtelschnalle wird helfen, ihn ganz einzuhaken. Ja. Eingehakt. Hervorragend. Und jetzt? Ein Servierwagen mit Rädern, Gürtel, Fallschirm. Da habe ich was zusammengebaut. Ja, ich bin Daniel Düsentrieb. So kann ich jetzt... Ja, ja, ja! Die Zeit ist reif, den Kühlschrank zu öffnen. Yeah. Und auf diese Weise stahl Liz Big Alberts Gehirn aus dem Zeppelin. Dan machte vielleicht ein Gesicht, als er sie ankommen sah. Ach so, habe ich da etwas noch nicht erklärt? Na dann, Entschuldigung, mein Gedächtnis. Spektakuläre Flucht.
aus einem Zeppelin. James Bond reif. Ja, Liz mal wieder mit dem Kopf durch die Wand, ne? MKO. Wo kommt 20, das Motorrad 12, her? 1, 4. Warum lacht er? Ja, er ist halt ein teuflischer Bösewicht. Oh, Motorrad da hinten, Freund. Liz? Liz, wer ist Liz? Warum müssen immer wir Gehirn mitbringen? Murray! Wo hab ich nur meinen Kopf? Das habe ich ja schon erzählt. Stimmt. Egal. Nachdem Flybig Albert wieder zum Leben erweckt hatte, erzählte er, warum er in Fitzrandorfs Büro eingebrochen war. Chips. Celsius steckt sie in die Gehirne seiner Schauspielermonster, damit sie ihm und Fitzrandolph gehorchen. Seltsam. Es sind... Ihr müsst sie euch wie kleine Musik-CDs vorstellen, die durch das Ohr ins Gehirn eingeführt werden. Sie wiederholen ständig, was darauf aufgenommen wurde. Etwa, Fitzrandolph ist dein Meister. Das passt nicht ganz. Veranstaltet Willy das alles nur, damit die Monster Familienfilme drehen? Da muss noch was anderes dahinter stecken. Liz war gerade im Begriff, dieses etwas andere zu entdecken. Aber wegen der immer stärker werdenden Kopfschmerzen und ihrer Konzentration auf das Buch hörte sie die Tür nicht. Ich bedauere, dass ich Sie unterbrechen muss, meine Herren, aber wären Sie so freundlich, mich zu begleiten. Liz! Lauf weg! Weg! Lauf! Meine Kopfschmerzen sind auf einmal weg. Herr Fitzrandolph, wie schön. Keine Sorge, denn Herr Fitzrandolph bringt alles in Ordnung. Fitzrandolph mag mich. Fitzrandolph mag uns alle. Entspannen Sie sich, Herr Murray. Bald werde ich Ihnen einen Chip ähnlich dem von Miss Allaire einsetzen. Ich warte hier auf dich, Dreiauge. Celsius ist auf dem Holzweg, wenn er meint, dass ich hier gefesselt abwarte, bis er mir einen Chip verpasst, sagte sich Dan. Was für ein Typ. Sein Freund, das Insekt, wird warten müssen. Ich habe noch keinen Chip für Moskitohirne entwickelt. Scheiße. Celsius! Keiner schafft es, mich so irritierend zu verärgern wie er. Beruhige dich, Kleiner. Die Meisterschaft gewinnen wir. Verdammte Hacke nochmal. Er hat kleine Chips entwickelt, die die Menschen kontrollieren können. Und Liz ist sogar sein erstes Opfer. Ich bin absolut, absolut schockiert. Nein, echt, das ist ziemlich kacke, ne? Und wir sind jetzt noch zu einem Überfluss gefangen und uns wird dasselbe Schicksal erleiden, wenn wir hier nicht rauskommen. Und das ist genau der richtige Zeitpunkt, um einen Cut zu machen. Beim nächsten Mal geht's dann weiter. Bis dahin, alles Gute, euer Arkus. Auf Wiedersehen. Tschüssi, Koski.